Der größte Stressfaktor bei internationalen Reisen ist der Jetlag. Diese Verwirrung in deiner biologischen Uhr kann stabilisiert werden. Für die Wirbelsäule als Neuroleiter ist es von extremer Wichtigkeit, dass sie stressfrei gehalten wird. Das Reisen ist eine Zeit, wenn die Wirbelsäule maximal belastet wird. Auf diese beiden Aspekte der Wirbelsäule besonders zu achten, kann den Stress erheblich lindern. Da dein Körper nur eine zusammengesetzte Form der Nahrung ist, die du konsumierst, kann das Bewusstsein darüber, was du vor und während der Reise einnimmst, eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Stressniveaus spielen, das du während und nach deiner Reise erfährst. Wenn der Körper eine Schnellreise durchmacht, bei der Zeitzonen überquert werden, ist es am besten, Nahrungsmittel mit einem sehr hohen Wassergehalt zu sich zu nehmen, wie Obst und frisches Gemüse, und vor allem so viel reines Wasser wie möglich vor, während und mindestens 24 Stunden nach Beendigung der Reise zu trinken. Es ist am besten, Rauschmittel und Stimulantien wie Alkohol und Koffein zu vermeiden. Es ist auch am besten, Nahrungsmittel zu vermeiden, die dazu neigen, länger als 3 Stunden im Magen zu bleiben. Wie rotes Fleisch, komplexe Mischungen von Kohlenhydraten und Fetten und frittierte Lebensmittel. Für die Wirbelsäule als Neuroleiter ist es im allgemeinen Wohlbefinden von extremer Wichtigkeit, dass sie stressfrei und gut aktiviert gehalten wird. Das Reisen ist eine Zeit, wenn die Wirbelsäule maximal belastet wird, aufgrund der unbequemen Haltungen, die der Körper oft stundenlang einnehmen muss. Im yogischen System wird die Wirbelsäule als Merudanda oder die Achse des Universums bezeichnet, da alle individuellen menschlichen Erfahrungen im Wesentlichen durch die Wirbelsäule erzeugt und übertragen werden. Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass die meisten Menschen, wenn sie gestresst sind, eine Steifheit im oberen Teil der Wirbelsäule, also im Nacken, und im unteren Teil, also in der Lendenwirbelsäule, bemerken. Auf diese beiden Aspekte der Wirbelsäule besonders zu achten, kann den Stress erheblich lindern, der sich in Form von Steifheit der Wirbelsäule manifestiert und zu weiteren erheblichen Problemen der Wirbelsäule führen kann. Der größte Stressfaktor bei internationalen Reisen ist der Jetlag oder Verwirrung des physischen und energetischen Systems wegen der Zeitzonen, in die man gereist ist. Diese Verwirrung in der biologischen Uhr kann stabilisiert werden, indem du deine Wirbelsäule dem Sonnenlicht aussetzt, entweder direkt oder durch dünne Kleidung, für ein Minimum von 20 Minuten 2 bis 3 Mal am Tag. Zusammen mit anderen Werkzeugen des Upa-Yoga kann dies die Dauer des Jetlags weitgehend mildern und minimieren.